So, moin, das ist mein Programm für heute. 6 Grad und mehr oder weniger Schauer und Gegenwind. Werden meine Fahrradschuhe das Ende der Tour wohl nicht mehr miterleben. Die Sohle löst sich da ab. Naja, jetzt bin ich hier im Sportgeschäft und versuche mal Ersatz zu kriegen.
So, der zweite Defekt auf der Tour. Also hier war mal eine Beule, wo ich irgendwo am Anfang der Tour wo dagegen gefahren bin. Und das ist jetzt hier aufgerissen und geht auch langsam immer weiter auf. Und ich hoffe jetzt, dass ich im nächsten Ort, der leider noch 30 Kilometer weg ist, einen Ersatzfelgen sehe. So, das war jetzt ganz spannend. Heute stand der Straumdalstunnel auf dem Programm. Das ist ein 3,2 Kilometer langer Tunnel, in dem es auch teilweise bergauf geht. Da habe ich mich jetzt nicht so wirklich drauf gefreut. Aber es hat sich herausgestellt, das sind Bauarbeiten. Und im Tunnel ist komplett die Beleuchtung abgeschaltet. Und deswegen wurde jetzt mein Fahrrad auf ein Vito draufgeladen und ich konnte im Auto durch den Tunnel fahren. Sehr komfortabel. Das Problem gelöst. Ja, dann sieht man, das Wetter hat sich extrem geändert. Es war ja bis vor 2 Tagen Nordwind, Regen, 8 Grad, also naja, ziemlich unangenehm. Und jetzt sieht man keine Wolke mehr am Himmel. Es sind 25 Grad und das nebenbei bemerkt kurz vorm Polarkreis. Also auf jeden Fall eine sehr schöne Entwicklung. Hier ist der Salztraumen. Jetzt sehen wir da zwei Entchen.
lassen sich mal mittreiben. Zurückfliegen müssen. Und da drüben erstaunlicherweise steht ein Angler. Da muss sich der Fischer hier ganz schön beeilen, dass er den Haken auftrifft.